es sich in einem Vulkan lebt? Tja, es hat einen entscheidenden Vorteil, die geringen Heizkosten. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens als Schmied? Feuerfeste Haarnetze natürlich. Ich wohne in einem Vulkan. Körperhygiene ist nicht unbedingt auf meiner Prioritätenliste. Ihr wisst ja, was man über uns Dunkeleisenzwerge sagt. Wie? Das wisst ihr nicht? Tja, dann müsst ihr es wohl selbst rausfinden. Meine Mutter und mein Vater haben sich im grimmigen Säufer kennengelernt. Wenn ich so drüber nachdenke, die Eltern aller Dunkelzwerge haben sich im grimmigen Säufer kennengelernt. Ich wollte schon immer Diamantenohrringe haben. Meint ihr, es macht Magni etwas aus, wenn ich ein paar Splitter von ihm meißele? Manche Zwerge wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ich bin einer davon. Eure Blicke versengen mich. Fast wie Lava. Nur romantischer. Ihr braucht mehr als ein, zwei Krüge, um mich gewogen zu machen. Mit einem Fässchen könnte es klappen. Kommt ihr mit zu mir? Ihr wisst doch, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wenn ich euch zusehe, wie ihr euren Hammer schwingt, beginnt meine Schmiede zu glühen. Wenn ihr mich bei einem Date beeindrucken wollt, holt mich nicht mit einer Maulwurfmaschine ab. Ich bin eigentlich ein braves Mädchen, aber ich weiß auch, wie man einen Amboss bearbeitet. Ich bin heiß wie ein Vulkan. Eure Blicke versengen mich, fast wie Lava.